Hier ist gartenvideo.com. Mein Name ist Markus Kobelt. Hinter der Kamera, vor der Kamera Sabine Reber. Sabine, was pflanzt du da zu nicht nachtschlafender, aber winterlicher Zeit? Wir haben fast Beginn Dezember. Du, das ist Helichrysum Italicum. Und das ist eigentlich das Currykraut. Und also bei uns am See ist das recht winterhart. Das kann man also, ja, so ähnlich wie Lavendel, wenn es nicht wahnsinnig kalt ist, kann man das draußen lassen. Okay. Ich finde, das ist eine schöne Farbe für den Winter, dieses Silber. Und jetzt habe ich da eine Santolina noch dazu, die ganz fest nach Oliven riecht, ein Olivenkraut. Und das ist auch so grenzwertig winterhart, aber so bis nach Weihnachten. Oliven darf ich mal probieren? Ja, das schmeckt auch ein bisschen nach Oliven. Ja, wirklich. Also Santolina, ja. Und das Helichrysum. Und eben so bis gut nach Weihnachten halten die auf jeden Fall durch. Und ich finde es einfach noch schön, so jetzt, wo es kalt wird, doch etwas Krautiges noch auf der Terrasse zu haben. Drum habe ich, das sind so meine Winterkräuter eigentlich. Kommt noch was dazu zu diesen beiden Kräutern? Ja, ich suche gerade noch was. Eben, ich bin in deinem Inventar, gelegen. Ja. Die Hornveilchen, die haben jetzt schon ziemlich schlapp gemacht. Die kommen vielleicht wieder. Die sind fast tiefgefroren, die Chilis. Also ich habe einfach so diesen Günsel noch. So ein Günsel ist so eine super Pflanze. Also im Sommer ist das so ein, ja, etwas stiefmütterliches Dasein im Sommer. Aber die mögen eben auch Frost vertragen. Und im Winter mag man ja so etwas richtig krautig, saftig. Und die bleiben jetzt grün bis zum Frühling? Die frieren dann auch irgendwann, aber meist also halten die erstaunlich gut. Und ja, manchmal, wenn man Glück hat, wachsen die im Frühling auch weiter. Das sind so Versuchskaninchen. Manchmal, wenn das sehr kalt wird, dann erfrieren sie. Aber ja, ich nehme das in Kauf, wenn ich halt vielleicht noch ein, zwei Monate etwas Grün hier habe, ist mir das auch wert. Und wenn es nicht so kalt wird, dann überleben sie es. Es geht ja darum, jetzt die Herbst- und ersten Wintermonate auszuhalten. Also wir müssen eben mit der Hoffnung auf, genau, mit der Hoffnung auf Frühjahr können wir dann im Februar leben. So, ja. Geht, aber sieht schon ziemlich voll aus jetzt, oder? Das reicht auch. Ja. Aber ich eben so, wenn man aus dem Fenster guckt, ist das doch netter als alle Töpfe weggeräumt und alles eingepackt. Ich versuche einfach so lange wie möglich noch etwas Grün draußen zu haben. Super, herzlichen Dank, Sabine Reber.